Dass Siri nicht wirklich der beste Sprachassistent ist, ist wahrscheinlich den meisten Nutzern eines iPhones auch ziemlich klar. Es gibt aber eine Möglichkeit, Siri mit künstlicher Intelligenz zu verbessern, zu optimieren und zu erweitern. Und wie das genau funktioniert, möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Aktuell haben über 75% von euch meinen Kanal noch nicht abonniert und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das jetzt nachholen würdet, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos rund um das iPhone und iOS mehr und ich zeige euch jetzt direkt nach dem Intro, wie ihr Siri mit künstlicher Intelligenz optimieren könnt und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Damit wir Siri mit Hilfe von künstlicher Intelligenz optimieren können, benötigen wir zuallererst OpenAI bzw. das Programm ChatGPT und dort könnt ihr euch ganz einfach kostenlos einen Account erstellen, zum Beispiel mit Hilfe eines bestehenden Google-Accounts könnt ihr euch hier ganz einfach registrieren und daraufhin einloggen, was ich hier jetzt einmal machen werde. Und im Anschluss müssen wir dann einen API-Key erstellen. Dazu können wir hier ganz einfach einmal raufgehen. Ihr findet natürlich den Link unten in der Videobeschreibung und hier wurde dann auch schon so ein API-Key generiert. Den können wir hier ganz einfach einmal kopieren und daraufhin habt ihr dann die Möglichkeit, diesen gleich zu verwenden. Wir gehen hier einmal auf Kopieren. Und den benötigen wir gleich, um Siri zu verbessern. Im nächsten Schritt müsst ihr dann einmal einen Kurzbefehl installieren. Den findet ihr natürlich ebenfalls als Link unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr ganz einfach direkt von eurem iPhone aus öffnen. Wir gehen hier auf Kurzbefehl erhalten und sehen dann auch schon, dass dieser nach kurzer Zeit uns hier angezeigt wird. Und wir können diesen Kurzbefehl dann hier einmal hinzufügen. Und daraufhin haben wir dann noch hier die Möglichkeit, diesen umzubenennen. Wir gehen hier auf die drei Punkte und daraufhin dann hier erneut auf dieses kleine Menü. Und gehen auf Umbenennen und den können wir jetzt benennen, wie wir möchten. Im Grunde genommen ist das aber der Rufname, wie wir diesen Assistenten bzw. die künstliche Intelligenz innerhalb von Siri aufrufen. Ich habe diesen Kurzbefehl jetzt einmal Siri Pro genannt. Ihr könnt ihn, wie gesagt, so benennen, wie ihr gerne möchtet. Daraufhin gehen wir einmal auf Fertig und können jetzt hier in den Bereich Text ganz einfach einmal reingehen und diesen Bereich hier löschen. Daraufhin einmal unseren API-Key von ChatGPT ganz einfach hineinkopieren, den wir vorher gesichert haben. Und daraufhin können wir etwas nach unten scrollen, denn wir müssen hier noch diese Phrase austauschen. Und zwar können wir hier im Grunde genommen hineinschreiben, was wir wollen. Wir können hier jetzt zum Beispiel ganz einfach ergänzen, wie kann ich dir helfen? Das ist nämlich die Frage, die Siri stellt, nachdem wir eben diese Pro-Variante gestartet haben. Das heißt, ich werde hier jetzt einmal wie kann ich dir helfen, eintippen. Nachdem wir diese drei kleinen Dinge ausgetauscht bzw. ergänzt haben, können wir jetzt auch schon einmal den Kurzbefehl hier starten. Wir tippen dort einmal rauf und dann können wir hier im Grunde genommen einmal alles Mögliche eintippen. Ich werde jetzt einfach nur einmal Ja eintippen, damit der Kurzbefehl sozusagen einmal getriggert wird und wir die ganzen Befehle hier erlauben können. Das ist nämlich wichtig, damit eben der Kurzbefehl am Ende funktioniert. Und daraufhin können wir auch schon Siri Pro, wie ich es hier jetzt in meinem Fall genannt habe, verwenden. Das dauert hier jetzt noch einen kleinen Moment, bis alle Befehle sozusagen durchgegangen sind. Wir gehen hier erneut einmal auf Fertig und jetzt können wir Siri Pro ganz einfach nutzen. Ich würde sagen, wir vergleichen jetzt einmal Siri mit Siri Pro und versuchen da mal so ein paar Fragen aus. Und zwar beginnen wir mit: Erstelle mir SEO-Titel für YouTube-Videos zum Thema iPhone. Hier ist das Resultat meiner Websuche. Wie ihr seht, hat Siri mich erstens nicht richtig verstanden und zweitens werde ich hier einfach auf Safari weitergeleitet. Und das Gleiche versuchen wir jetzt einmal mit Siri Pro und zwar: Starte Siri Pro. Wie kann ich dir helfen? Erstelle SEO-Titel für YouTube-Videos zum Thema iPhone. Das Ganze lädt jetzt einen kleinen Moment. iPhone Basics. Wie startet man das? Und wie ihr seht, werden die hier jetzt angezeigt. Machen wir auch schon weiter mit der nächsten Frage und zwar: Programmiere mir eine kleine Website mit grünem Hintergrund. Hier ist das Resultat meiner Websuche. Auch hier verweist mich Siri wieder auf Safari und das gleiche testen wir jetzt noch einmal mit Siri Pro. Starte Siri Pro. Wie kann ich dir helfen? Programmiere mir eine kleine Website mit grünem Hintergrund. Rautenzeichen. Hallo, willkommen auf meiner kleinen Website mit einem grünen Hintergrund. Versuchen wir zu guter Letzt noch einmal eine dritte Frage und zwar: Erstelle mir ein kurzes Gedicht. Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten. Das kann Siri leider nicht und jetzt versuchen wir einmal Siri Pro. Starte Siri Pro. Wie kann ich dir helfen?
Erstelle mir ein kurzes Gedicht. Der Tag erwacht, der Himmel strahlt, voller Kraft und neuer Mut, geht uns nun ins neue Glück. Wie ihr seht, das Ganze funktioniert ziemlich gut und zuverlässig und so habt ihr im Grunde die Möglichkeit, alles Mögliche zu fragen und über ChatGPT bekommt ihr dann entsprechende Antworten und Auswertungen. Ihr könnt aber im Grunde genommen alles Mögliche jetzt über Siri Pro fragen, wie zum Beispiel auch Matheaufgaben inklusive Rechenweg. Also da ist alles möglich, was eben mit ChatGPT auch möglich ist, mit kleinen Einschränkungen. Und ich finde auf jeden Fall, dass man Siri so um einiges upgraden kann und viel mehr coole Fragen stellen kann, die Siri normalerweise nicht beantworten kann. Das soll es jetzt aber auch von diesem Video gewesen sein und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr den Siri Pro Mode jetzt ebenfalls ganz einfach auf eurem iPhone aktivieren könnt. Schreibt mir gerne eure Meinung und eure Erfahrungen dazu mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.